Das Caspar-David-Friedrich-Zentrum ist ein Personalmuseum zu Leben und Wirken von Caspar David Friedrich am historischen Ort seiner Geburt. Es wurde 2004 von der Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e.V. gegründet und seitdem stetig gepflegt und erweitert. In diesem Video heute zeigen wir Ihnen und Euch einen kleinen Schnipsel unserer vielfältigen Arbeit im Museum. Willkommen im Caspar-David-Friedrich-Zentrum. Mein Name ist Caroline Barth, ich bin Geschäftsführerin und Leiterin des Caspar-David-Friedrich-Zentrums und eigentlich würde ich Sie gerne heute hier live zum Internationalen Museumstag begrüßen. Wir sind immer noch im Lockdown, deswegen gibt es eine digitale Variante und wir nehmen Sie mit auf einen Blick hinter die Kulissen. Nämlich, wie gelangt ein neues Exponat in die Dauerausstellung? Nachdem bereits einige vorbereitende Arbeiten verrichtet wurden, etwa die Recherche zum Exponat, seine Inventarisierung und Überlegungen dazu, an welche Stelle es innerhalb des Museumsrundgangs am besten passt, geht es nun an die Aufbereitung. In diesem Fall an das Rahmen des Neuzugangs. Hierbei gehe ich ganz besonders vorsichtig vor und trage zum Beispiel Schutzhandschuhe aus Baumwolle, um keine Fingerabdrücke oder sonstigen Verschmutzungen an das Exponat gelangen zu lassen. Auch der Rahmen bzw. das Glas des Rahmens ist etwas ganz Besonderes. Es handelt sich dabei nämlich um Museumsglas, das A entspiegelt ist und B vor UV-Strahlen schützt, sodass das Exponat nicht verbleichen wird. Bei dem Exponat handelt es sich um einen sogenannten Ersttagsbrief, also um einen Brief, der am ersten Gültigkeitstag einer bestimmten Briefmarke herausgegeben wurde. Oft passiert das zu bestimmten festlichen Anlässen wie etwa Jubiläen. In unserem Fall handelt es sich um einen Ersttagsbrief anlässlich des 200. Geburtstages von Caspar David Friedrich im Jahr 1974 aus der DDR. Nähere Infos dazu werden dann schon bald in unserer Ausstellung zu finden sein. Die Erstellung von Texten zu unseren Exponaten ist ein weiterer Teil der Museumsarbeit. Die konstante Überarbeitung durch zum Beispiel Einarbeiten neuer Forschungsergebnisse hält die Ausstellung dabei auf dem aktuellsten Stand. Mein Name ist Margret Schulz. Und ich arbeite hier im Caspar-David-Friedrich-Zentrum und ich bin zuständig für die Produktion für Kerzen und für Seifen. Kerzen aus dem Grunde, weil der Vater ja Kerzen, also Lichtgießer war, dafür Lichtgießer stehen die Kerzen und er war Seifensieder, dafür stehen die Seifen. Also gieße ich jetzt ganz langsam, ganz vorsichtig das Röhrchen vor. Damit das wird die Kerze geschnitten, von vorne und von hinten, wird noch ein bisschen schick gemacht. Dann wird geguckt, ob der Docht schön ist, dann werden sie gebündelt und gehen nach oben im Verkauf. Und mit den Seifen ist es genauso wie mit den Kerzen. Die müssen jetzt aushärten, so circa 20 Minuten und danach werden sie rausgeholt. Und so entstehen immer wieder neue Produkte für unseren Museumsladen. Ich bin Luisa Behm und die Verantwortliche für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Mein Aufgabengebiet ist äußerst vielfältig. Im Moment bin ich aber das Gesicht hinter der Kamera und realisiere einige digitale Angebote, um Ihnen Kunst und Kultur nach Hause zu bringen. Mein Name ist Paul Hackbusch. Ich bin Ausstellungstechniker im Caspar-David-Friedrich-Zentrum. In erster Linie bin ich für den Ausstellungsauf- und Abbau zuständig. Dazu gehört die Installation von Kunstwerken und Ausstellungsstücken in der Galerie und den musealen Räumlichkeiten des CDFZ, sowie die Lichtinstallation und weitere Ausstellungsarchitektur. Unter anderem bin ich für die Pflege und die Betreuung der Räumlichkeiten zuständig. Das heißt, dass ich nach Ausstellungen die Galerie wieder in Ordnung bringe, Schadstellen in den Wänden ausbessere und streiche, sowie die Dauerausstellung betreue und im gegebenen Fall auch hier Exponate austausche, pflege oder ergänze. Wir hoffen, Ihnen und Euch hat der kleine Einblick hinter die Kulissen heute gefallen und neugierig darauf gemacht, was es Neues zu entdecken gibt, sobald wir unsere Türen wieder für Besucherinnen und Besucher öffnen dürfen.